One more turn, eine Runde weiter, 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 weiter. Ja, im Augenblick produzieren wir viele Handwerker auf Vorrat in den nächsten 4 Runden. Hatte ich auch mit dem Twitch-Chat, liebe YouTube-Leute, über das Thema diskutiert, große Werke klauen. Ein Zuschauer hat den klugen Hinweis, dass es auch große Werke auch gibt in Palästen. Aber mittlerweile denken wir so im Chat, wahrscheinlich kann man die nicht klauen, weil Spione ja nur Theaterplätze angreifen können. Die können einem, also man kann ihnen sagen, hier geh zum Theaterplatz, klau ein großes Werk. Aber als Befehl ist, steht eigentlich nicht drin, aus dem Palast was klauen, glaube ich. Katastrophaler Vulkanausbruch hier vorne, da wächst Wald nach. Eine Quest abgeschlossen, Erntanarivo, ein weiterer Gesandter da. Und wir sind so zerrennen geworden wieder in Antananarivo, bekommen wieder etwas Kultur mehr, ab für jede große Persönlichkeit. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir schon eine bekommen haben. Die bleiben erstmal hier. Erstmal haben die Handwerker Vorfahrt. Einmal Küste lang. Was für ein Gefühl dafür bekommen, wie es hier aussieht. Hier sind wieder jede Menge Äthiopier. Und wieder eine Runde weiter. Und jetzt können wir uns auch Armani holen und können das jetzt timen. Wir sollten in 4 Runden die Bevölkerung hier auf 10 haben. Dann bekommen wir in 4 Runden hier die Eingebung. Das sollte dazu führen, dass wir dann Ausrichtungen geben bei uns 50% im Augenblick der Forschungskosten. Also nicht nur 40% wie sonst, dank einer Widmung. Dann sollte das hier abgeschlossen sein. Das heißt, in 4 Runden können wir dann wieder die Politikkarten wechseln. Dann nehmen wir in 4 Runden die Diplomatiekarte rein, durch die der erste Gesandte doppelt zählt. Und dann können wir jetzt Armani uns holen. Und die ist 5 Runden lang unterwegs. Und dann schicken wir die in irgendeinen Stadtstaat hin, wo im Augenblick noch kein Suzerän war. Wo noch niemand Suzerän war bislang. Mutmaßlich. Wir können, nur dafür gibt es einen Zeitalterpunkt. In Shingetti könnten wir Suzerän werden. Ja, also Shingetti-Boni, den kann man machen. Aber da ist so mäßig spannend für uns. Taruga gibt uns mehr Wissenschaft. Oh, also dass wir beide zeitgleich hier 3 Gesandte haben, glaube ich nicht. Das heißt, hier gab es schon mal einmal einen Suzerän, wir oder die anderen. Dafür gibt es keine Zeitalterpunkte. Dann ist es nur Shingetti. Nur für Shingetti. Dann machen wir das einmal für Shingetti, damit wir auf Nummer sicher gehen. Damit wir hier genug Zeitalterpunkte abgreifen, ja? Einmal rüber nach Shingetti. Da müssen wir auch einen Gesandten doch dauerhaft platzieren. Sonst lohnt sich das nicht. Eine Runde weiter. Wir waren mal in Taruga Suzeräne, in der Sicht Bear Tiger Phoenix. Die wollen uns mal wieder unsere Reliquien mopsen. Ich finde die Idee irgendwie uncool. Was eine gute Frage, Zwergelstein. Wir versuchen, ein Goldenes zu bekommen, weil ich halte es eigentlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich kämpfen wir eher gegen Dunkles. Ich befürchte, wir kriegen ein stinkelangweiliges Zeitalter, nämlich ein normales. Ich könnte mir sogar vorstellen, also ich glaube nicht, ich hätte eigentlich lieber ein dunkles als ein normales Zeitalter. Weil ein dunkles Zeitalter hat ja eigentlich nur den Nachteil, dass unsere Bürger weniger Loyalität produzieren. Und dadurch können die dann, wenn wir dicht an dicht sind an anderen Stadtgrenzen von anderen Staaten, Probleme bekommen, dass unsere Bürger, dass die Städte flippen können. Aber im Augenblick grenzen wir nicht dicht an dicht an andere Staaten. Und es ist unwahrscheinlich, dass das schnell geschieht. Hätten wir ein dunkles Zeitalter, hätten wir sehr coole dunkle Zeitalterpunkte, die mal einen kleinen Malus verbinden mit einem sehr... Entschuldigung. Die mal einen sehr kleinen... Peinlich. Einen sehr kleinen Malus verbinden mit einem sehr großen Bonus. Und insofern wäre das eigentlich spannender. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, 12 Runden lang
keine Zeiten, also nicht diese Zeitalterpunkte abzugreifen, die bekommt man so die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber das ist eigentlich ein Grund, Armani da nicht hinzuschicken. Wisst ihr was? Wir schicken Armani mal woanders hin. Ich lasse es mal drauf ankommen. Weil das Goldene erwischen wir eh nicht. Das Goldene wäre der Sprung bis auf 81. Das halte ich für denkbar unwahrscheinlich. Wir schicken Armani stattdessen irgendwo hin, wo sie Annehmlichkeiten gibt. Wir haben ja ein Regierungsgebäude, den Audienzsaal. Zwei Annehmlichkeiten, vier Ort vor Ort für etablierte Gouverneure. Wir schicken die mal nach Heiße Füße. Oder nach Kifferbienchen. Wo immer es schneller mehr Bürger gibt. Hier sind wir bei plus 5. Nahrung. Hier sind wir bei plus 2. Ich glaube, Kifferbienchen hat Armani dringender nötig. Wenn man sich die Armani mal genau anschaut, glaube ich auch, dass sie persönlich in ihrer Jugendzeit oder in ihrer Ausbildungszeit auf der Diplomatenschule den Spitznamen trug, von ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen liebevoll so genannt, das Kifferbienchen. Ich glaube, da ist sogar die Frage, was ist wonach benannt hier? Ich glaube, für Armani ist das ab jetzt unser Spitzname. Armani, das Kifferbienchen, ja? Ist mal ein Vorschlag. Was meint ihr? Sollen wir ab jetzt für, also jetzt nicht für immer und ewig, das wäre Stalking, das wäre Mobbing, das wäre Cybermobbing, das wäre fies. Sie hat ja auch Rechte, Armani, ne? Zum Beispiel das Recht, dass wir mit ihr machen, was wir wollen. Insofern, ich würde mal vorschlagen, wir wollen es nicht übertreiben. Wir sagen einfach, für den Rest ihres Lebens nennen wir Armani das Kifferbienchen. Wäre mein Vorschlag. Ja, er könnte natürlich auch, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch zarter beseitet als ich und findet es gemein. Schreibt mal in den Chat rein. Bin ich zu gemein oder nicht? Ist Armani das Kifferbienchen oder nicht? Ich will 20 Runden keinen Zeitalterpunkt machen. Frag, wie kommst du, Henri? Nee, 12. Nicht 20, 12. Guck mal hier. Also mutmaßlich, es könnte auch ein paar mehr sein. Ich sei gemein, mein Köln. Zwergelstein fachsimpelt. Ich weiß nicht, ob aus eigener Erfahrung oder durch Medienkonsum. Cannabis-Mutter hungrig. Ich glaube, dann würde sie dicker aussehen. Mitch meint einfach, und da kann ich nicht widersprechen, WB. Und der ist doch immer gemein. So, hier vorne fertiggestellt der Handwerker. Im nächsten Handwerker kriegen wir nicht mehr rechtzeitig fertig. Nee. Händler war irgendwo angebaut. Bibliothek und daher dann Einheiten. Schneller bauen. Vorne schnell die Bibliothek hier. Ich hätte auch nichts gegen schnellen Theaterplatz. Problem ist, wir haben hier noch keine Religion. Ja, der Bau des Theaterplatzes sorgt für einen Apostel, vorausgesetzt, wir haben schon eine Religion. Die müssen sich noch ausdehnen hier. Wir machen mal die Bibliothek. Wenn die fertig ist, machen wir mit Einheiten weiter. Wahrscheinlich dann mit einem Musketenpikenier, beziehungsweise erstmal mit einem Pikenier. So, mit dem Handwerker hier vorne. Mit 5 Aktionen. Schaffen wir es bis zu den, hier eine Plantage zu machen. Kommt mal dahin. Wir könnten zumindest hier eine Mine schon mal hinsetzen, weil das wird ja eh nicht geplündert. Der Bauernhof wird wahrscheinlich oft geclaimed. Oder wir schicken ihn nach Heiße Füße. Vor Ort brauchen wir nicht zwingend einen. Bananenplantagen wäre auch cool. Aber wir versuchen die mal zu bauen und dann schicken wir den da oben. Weil hier oben entsteht, glaube ich, keiner, ne? Er kann einen Handwerker im Überschuss brauchen und noch sie ebenfalls. Schicken den da oben. Ich schicke den ohne. Ich schicke den einmal über die unbewachte Straße. Mal gucken, ob er Barbaren trifft oder nicht. Oh, das ist hier ist uncool.
Nix tut er, feuern kann er von hier aus nicht. Den schwächen wir einmal. Ongri meint im Chat, eventuell würde es doch viel länger dauern mit dem goldenen Zeitalter und meint, es könnten locker 20 Runden sein, dann kriegen wir es noch hin. Also im Augenblick haben wir keine weiteren Möglichkeiten, mit der Amani noch weitere Zeitalterpunkte durch Suzerainstatus-Effekte abzugreifen, nur in Chingeti selber. Ob wir das jetzt machen oder später, ist egal. Das heißt, die Option mit Amani geht uns nicht flöten, wenn wir die vorübergehend mal woanders einsetzen. Oh, wie schön. Sehr hilfreich. Er kann nicht abhauen. Oh lala. Da vorne kommt ein Landsknecht und ein Rambock. Eieiei. Wir müssen hier schon mal eins rausziehen. Die meinen es echt ernst, die Barbaren hier. Ah, wie spannend. Kommen wir da hin? Möglicherweise. Keine offenen Grenzen im Augenblick. Mit den Äthiopiern? Echt nicht? Ein Glückskreuzer von mir für offene Grenzen. Ich will mal nicht so sein. Er kriegt auch unsere. Für ein bisschen mehr. Und wir könnten uns Salz holen. Ist das interessant. Salz haben wir bislang noch nicht. Das ist relativ billig, das holen wir uns. Einmal Salz für uns. Nee, wir haben schon Salz, wir bekommen schon Salz von ihm. Wir bekommen Salz, Baumwolle und Honig bereits von ihm, sehe ich gerade auf meinem Zettelchen. Bernstein bekommen wir von Amanitore, das heißt, das ist Quatsch hier. Und sonst hat er nichts doppelt. Wir sollten gucken, ob wir jemand nochmal Eisen verkaufen. Unser Eisenlager ist voll. Telas, danke fürs 13. Habe ich eben schon mal gesagt, Entschuldigung. Einfach nochmal. Danke, Telas, nochmal fürs 13. Danke. Jetzt kommen wir hier rein. So. Jetzt schauen wir mal, wem wir unser Eisen andrehen. Denn mehr als 50 können wir eh nicht sammeln. Der Rest geht verloren. Schaka. So einen guten Freund Schaka oder Mansa Musa, der zahlt doch wahrscheinlich viel, oder? 5 Gold und Schaka, was zahlst du? Schaka, also aller Kriegstreiber, der müsste da total drauf stehen. Auch 5. Verkaufen wir ihm mal die ersten 10 hier. Die zweiten 10 verkaufen wir dann an Schaka. Etwas weniger. Dann versuchen wir es doch nochmal bei Mansa Musa. Klasse. Sehr schön. Kommt wieder Geld rein. Können wir auch gut gebrauchen hier. Ein Stammesdorf entdeckt, ja. Amani ist jetzt vor Ort. Gibt es 2 Annehmlichkeiten und 4 Wohnraum. Und wieder eine Runde weiter. Hier wird gleich gekämpft. Bei Handwerker entstehen gleich etliche. In Bad Anabul noch 3 Runden. عودوا إلى طريق الصواب. Ein bisschen Diss von Mansa Musa. Ich hatte eben gefragt, ob es okay ist, wenn wir Amani als Kifferbienchen bezeichnen.
Und St. Peter meint, ja, WB, völlig okay. Also empfinden 9 von 10 Personen Mobbing immer völlig okay. So, das ist okay, 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 okay. Dann haben wir jetzt einen Gesandten, setzen ihn noch nicht ein, weil wir die Karte noch nicht drin haben, durch die das dann verdoppelt wird. Und dann hier heiße Füße, Lager, fertig. Kulturschock, Seide, jetzt haben wir Seide, neu bekommen. Lager entstand und diese Gebiete hier entstanden durch den Kulturschock neu dazu, den wir im Augenblick haben, dank einer Abstimmung im Weltkongress, in der wir ein paar unsere Gunst investiert hatten für eine zweite Extrastimme. Sehr schön. Was bauen wir als nächstes hier? Monument, ne? Ach so, hier vorne natürlich. Campus. Geht aber noch nicht. Wir brauchen erst 4 Bürger. In 6 Runden ist es soweit. Perfektes Timing fürs Monument hier. Oder für mehr Kultur. Oder wir sagen alternativ Kornspeicher, denn wir haben demnächst ja auch ein Wohnraumproblem. Allerdings kommt auch der Handwerker, kann hier allerdings nichts bauen, was Wohnraum bringt. Er kann nur Sägewerke bauen und Minen. Da hilft nichts. Den Kornspeicher brauchen wir. Wir haben auch keinen Gouverneur vor Ort. Wir brauchen leider den Kornspeicher. So, und hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Schauen, wie wir damit umgehen. Achso, ich wollte noch was anderes machen. Wir hatten gerade gestaunt, dass wir Seide haben. Leute sind schön zufrieden bei uns. Genau, Seide kommt jetzt noch dazu. Hatten wir auch bislang nicht im Import. Dann hatten wir gerade noch irgendwas anderes bekommen, oder? Nee, alles okay so. Die Seite hatten wir, weil wir so zerrennen waren, ja. Jetzt können wir sie auch selber bewirtschaften. Das finde ich schon cool. Die packen wir mal hier hin. Dann haben wir den nächsten Bürger in 4 Runden. Sehr schön. Also dem jetzt hinterher rennen, ich weiß nicht. Mal gucken. Bleibt hier erstmal kleben. Oh oh. Oh oh. Barbaren jede Menge. Feuer frei bitte. Handwerker geht's scouten. Bei mir immer und sehr gerne. Also der Handwerker macht das nicht gerne, aber ich setze die gerne so ein und zieht sich nach Voltaner Tat wieder ein Feld zurück her. Ja, hier ist ein Barbarendorf, glaube ich, aufgelöst worden. Ne? Das heißt, wir könnten jetzt hier eine Bananenplantage uns holen. Das sollte eigentlich klappen. Gehen wir allerdings auf Nummer sicher. Nächster Bürger in einer Runde. Da oben kommen nachher die Fische dazu. Bis dahin könnten wir die Mine hier unten probieren. Aber ich mache Folgendes. Wir ziehen mit dem hier hin. Mit dem wir hier vorne. Ja. Und der Kollege hier wiederum kann dann nach heiße Füße raufziehen und da helfen gehen. Ein Reiter. Hast du den im Bau gehabt? Haben wir den gebaut? Ja, echt? Ich kann mich schon an gar nichts mehr erinnern. Danke an das Dwarvenherd. Liebe große Zwergenherz. 14. Abo. Danke dir. Glase. Hi, Glase. Ebenfalls schon zum 7. Mal hier mit Abo unterwegs. Lieben Dank euch zwei. So, der Reiter hier vorne bleibt erstmal hier. Der kann helfen gegen den Renner, ist eigentlich schwächer. Der kann auch eingesetzt werden, um Einheiten hin und her zu schicken.
Wir lassen den erstmal hier dran. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier mit der Situation um? Also den wollen wir natürlich erwischen, das Tribok, aber da kommen sehr viele auf einmal. Die Landsknechte sind eigentlich, die sind stärker, weil unsere Gaumeba-Einheiten, unsere Spezialeinheit, hat plus 10 Kampfstärke bei der Verteidigung gegen Fernangriffe und kann durch Wald sich hindurch bewegen und auch sehen und auch für durch Regenwald. Das nutzt hier alles nichts. Sollten wir auf jeden Fall irgendwo auf Verteidigungsfelder schicken. Dass der Tribok uns langsam runterbombt, glaube ich nicht wirklich. Wir operieren mal so. Einmal Feuer frei hier drauf. Ist nur ein kleiner Schaden, aber alles tut weh. Man nimmt alles mit. Der kann sich durch Wald bewegen, kann nochmal zuschlagen. Der Wald ist allerdings Verschanzung. Das hier ist, glaube ich, auch Wald. Wir lassen den mal hier stehen. Die haben hier alle tolle Verschanzungssachen. Könnte den Tribok schwächen, würde aber entscheidend auch vorziehen. Und mindestens ein Landsknecht würde ihn angreifen. Da würde ich die Landsknechte erstmal weiter schwächen wollen. Tribocke sind weniger stark im Kampf gegen Einheiten, mehr stark im Kampf gegen Städte. Da können wir ein bisschen pokern. Hier kommen wir runter. Wir pokern hier und holen uns hier die Bananenplantage für links. Ich glaube, das geht auch gut. Ich glaube, da kommt kein Reiter. Ich habe ein gutes Gefühl. Und für ein gutes Gefühl bin ich jederzeit bereit, das Leben unserer Handwerker als Kauze einzusetzen. Das wird schon gut gehen. Und wenn nicht, dann ist es eine lehrreiche Erfahrung für den Handwerker. Danach in der Barbarenknechtschaft. Wenn er Glück hat und nicht stirbt, kann er nachher nach Hause kommen und sagen, Mensch, Mama, Papa, ich habe tolle Abenteuer erlebt. Kann er seinen Kindern noch von erzählen. Vorausgesetzt, er überlebt hat. Aber das sind so, da steckt man steckt im Detail nicht immer drin, sage ich, ne? Auch als großer Gouverneur und Feldherr. Hin und wieder fallen halt Späne an, wenn man hobelt. Also das kann alles passieren. Ich werde auch gefragt, WB, wie viel ist ein Menschenleben wert? Dann ist meine Gegenfrage immer, reden wir über meines oder über das eines Dritten? Und je nachdem muss man sich das schon gut überlegen, welche Antwort die richtige ist. Eine Runde weiter. Und in zwei Runden bekommen wir das Horeka, beziehungsweise die Inspiration. Ein guter Hinweis im Chat, wir hätten auch hier oben hinziehen können mit dem Picken. Ja, das stimmt, ja. Oh, sag mal, kriegen wir den Campus noch rechtzeitig fertig? Wird im Chat auch gerade gefragt. Sag mal, haben wir gerade gebummelt hier? Auch den Totschlag hier vorne. Campus in einer Runde. Mann, ist das hier eine knappe Entscheidung? Auweia! Jetzt ist die Frage, wann gilt das mit dem Rundenwechsel? In einer Runde ist die nächste Sitzung. Macht der Campus noch einen Kulturschock? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Gleich sind wir klüger. Eine Runde lang gilt noch, unsere Bezirke geben Kulturschocks. Wird der Campus rechtzeitig fertig? Oh lala. Oh, hier vorne gibt es noch ein Luxusgut, aber vorher gönnen wir uns noch einen Produktionspunkt hier vorne für die Weide. Und ziehen mit dem auch mal scouten. Wir wollen uns die mit dem Handwerker mal die hier vorne die aus der Nähe angucken, die. Ich experimentiere mal. Ach nee, der kriegt den auch so klein, glaube ich. Der freut erstmal den hier weg. Wir warten einfach ab. Wir lassen uns angreifen. Vorne kommt ein Missionar, das freute mich sehr. Ich hoffe, der Missionar kommt auf die Idee, mal einfach schwimmen zu gehen. So, das kann man hier Schönes bewirken.
der Plänkler ist natürlich wichtiger, der kann feuern. Den könnten wir fast töten. Wir versuchen es mal mit dem Plänkler erst. Der Kollege zieht wieder vor hier vorne hin. Der Handwerker geht scouten. Das ist nicht meine Idee. Ich hab den Trupp vorher gefragt. Sag mal, seid ihr so lebensmüde? Wollt ihr wirklich euer Leben riskieren für die kleine Chance, diese Bananenplantage fertig zu kriegen, wenn die Leute in Banana Bull endlich die Bananen bekommen, die die Bullen haben wollen? Na, und der Handwerkertrupp hat gesagt, ja, wollen wir, WB, auf jeden Fall. Ja, das ist es uns wert. Weil, ist klar, ne? Wenn man jemanden bedroht und sagt, andernfalls wird die Familie abgeschlagen, die hatten auf jeden Fall genug Motivation, diesen Trupp hier, die wollten das. War in ihrem eigenen freien Ermessen. Sie kannten die Konsequenzen und ich hoffe mal, das klappt. Im Notfall können wir die Handwerker auch noch bewaffnen, vielleicht greifen die den Plänkler noch an, mal gucken. Also was wäre das Leben, was wäre eine Sith-Lex-Party auf Gottheit? Und den kleinen Trill bisweilen Handwerker, Siedler oder andere Gestalten loszuschicken für aberwitzige Stoßtruppaufgaben. Ich finde das immer wieder, das ist so ein gewisser Nervenkitzel. Das gehört einfach dazu. Gehört bei uns in unseren Let's Plays zum guten Ton hier.